Hallo lieben Christian, Coach, Paartherapeut, Diplompsychologe und vieles mehr. Und genau, wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist, ich kümmere mich seit 2014 um Beziehungen, toxische Beziehungen, ein bisschen zur Spiritualität gefunden und so weiter und so fort. Und heute gibt es das letzte Mal erstmal einen total coolen Code. Anfang 20 heißt der Code, kannst du auf Liebeship einsetzen, auf all meine Kurse, auch auf Sessions, E-Mail-Beratungen und so weiter. Für Bootcamps gilt er nicht. Da gibt es noch einen anderen Code, den schreibe ich einfach mal unter das Video oder sonst schreibt uns halt. Gut, ich weiß gar nicht, worum es in dieser Mail geht. Eine Nachricht von Renatowskowka. Und wir schauen einfach mal, seht ihr am Videotitel dann, worum es ging. Und wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de schicken. Lieber Christian, ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, die mir sehr viele wichtige Erkenntnisse brachte, mich auf einen Weg zu neuer Freiheit führt. Nach 12 Jahren Dating- und Beziehungserfahrung habe ich viel an mir erkannt, verschiedene Muster aufgedeckt und viel an mir gearbeitet. Ich habe schon so viel erkannt, dass da ein ziemlicher Wust in meinem Kopf ist. Mir würde deine Perspektive sehr helfen, um die Kernthemen, an denen ich heute arbeiten kann, herauszufinden. Zu meinem Hintergrund: bin Mitte 30, leider wieder Single. Hatte mit 18 ein heftiges Trauma erfahren. Meine Eltern waren teilweise nicht verfügbar. Ich habe schon als Kind die Rolle des Oberhauptes der Familie angenommen und das Gefühl bekommen, alles unter Kontrolle haben zu müssen. Dabei ist der Glaubenssatz entstanden: wenn ich alles richtig mache, passiert nichts Schlimmes. Auch wenn das stimmen würde. Aber das ist so, diese vielen co-abhängigen Glaubenssätze. Wenn ich ganz nett bin, sind andere auch nett. Ich weiß gar nicht mehr, ob sowas kommt. Ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man so übernett ist, findet ihr das auch manchmal. Wenn man so übernett ist, sind andere eigentlich, trifft man auf Menschen, die echt total unnett sind. Ich finde, das ist fast das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, wie kommt man auf solche Glaubenssätze, ne? Als Kind. Ich weiß es auch nicht. Es liegt an mir, ob es uns allen gut geht. Oh, das ist natürlich echt ein anstrengender Glaubenssatz. Letztendlich ist doch etwas Schlimmes passiert, also dein Trauma, und ich strengte mich noch mehr an, machte Karriere und so weiter. An meiner Co-Abhängigkeit arbeite ich jetzt seit Anfang des Jahres, seitdem eine weitere toxische Beziehung vorbeiging. Ich hatte 7 Beziehungen, keine ging länger als 2 Jahre und dazwischen auch längere Single-Phasen. Die Single-Phasen waren schön und doch von starker Sehnsucht nach dem Richtigen geprägt. Ich war immer diejenige, die Schluss gemacht hat, sehe mich aber eindeutig im Pluspol. Oft scheiterten die Beziehungen daran, dass mein Partner nicht die gleiche Nähe wollte, nicht bereit war, etwas in Beziehungen zu investieren und Verantwortung für uns zu übernehmen. Ja, das Universum matcht uns immer, ne? Also wenn das Universum möchte, dass du diesen Glaubenssatz jetzt auflöst und damit vielleicht irgendwas in deiner Familie heilst, dann schickt sie halt Menschen, die dir halt sagen: ey, du kannst dich jetzt noch so anstrengen. Wir scheißen da drauf und machen, was wir wollen. Und damit du lernen kannst, diesen Glaubenssatz loszulassen und damit du dich um dich kümmerst, ne? Selbstliebe, in die Selbstliebe gehst, nicht mehr, also dich selbst versuchst zu retten, nicht andere, sich selbst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, nicht anderen und so weiter. Ich war mit Männern zusammen, die unattraktiver, unreif und ungebildeter waren als ich. Ich kam teilweise sogar in eine Art Mutterrolle. Alle Partner standen vor ihrer Entwicklung woanders und waren keine Verantwortungsträger. Also nicht in ihrer Polarität, ne? Also würde ich mal sagen, auch an diejenigen, die das jetzt gucken, schaut mal in die Polaritätskurse bei mir. Gibt es auch den Code. Haben, glaube ich, schon, bestimmt schon, glaube fast 1000 Leute gebucht inzwischen, die Polaritätskurse. Also sehr beliebt. Und genau. So, gibt es einen für Männer, einen für Frauen. Ja, findest du auch auf Liebeschip. So. Sie hatten das Studium abgebrochen, hingen in einem Aushilfsjob als Zwischenlösung fest und wussten nichts mit ihrem Leben anzufangen. Vom Typ her waren sie eher feminin, zart und bübihaft. Alles Eigenschaften meines Vaters. Genau das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einen emotional verfügbaren Mann, der fest im Leben steht, der weiß, was er will, in der männlichen Polarität ist, auch geben kann, für mich ein Fels in der Brandung ist. Doch ich ziehe immer wieder genau das genaue Gegenteil an. Schlimmer noch, ich suche mir diese Männer sogar selbst aus. Ja, ist ja schon mal gut, wenn man das sieht. Meist bin ich die, die Initiative ergreift. Ja, da würde ich schon ansetzen. Also deswegen habe ich auch meine Kurse erwähnt, da sage ich das ja auch.
Also als Frau gibst du Signale, aber du machst nicht das Date klar. Das macht der Mann. Ne? Du machst nicht die Arbeit für den Mann. Also du, klar, du lächelst ihn mal an oder stehst neben ihn oder fährst dir durch die Haare oder machst Lipgloss auf oder ja, machst halt auf dich aufmerksam. Sag das jetzt auch alles nicht ironisch, sondern so läuft doch das Dating-Spiel. Ne? So, wo bin ich jetzt? Männer kommen selten auf mich zu, obwohl ich eigentlich gut bei Männern ankomme. Ich glaube, ich habe die Hoffnung, dass ein solcher reifer Mann, wie ich ihn mir wünsche, von sich aus sich in mich verliebt und mich auf mich zukommt, schon lange aufgegeben. Ja, das solltest du aber nicht, sonst generierst du diese Zukunft immer wieder. Also glaub dran, dass ich das ändern kann. Stell dir schon mal vor. Auch dieser spirituellen Manifestationskurs ist auch ein gutes Thema, sich das wirklich vorzustellen, wie ein anderer Mann in dein Leben kommt. Und natürlich wird er die Initiative ergreifen und natürlich wäre er in seiner Polarität. Ne? Und, aber ja, wir sind auch oft so im Pluspol so ungeduldig, ne? Und können nicht warten mal. Ne? Und habe es dann lieber selbst in die Hand genommen. Naja, du siehst ja, dass es nicht funktioniert. Ich rate da auch Frauen wirklich exzessiv von ab. Männer zu daten, wo sie die Datingarbeit übernehmen müssen und ja, zum Date tragen müssen und vielleicht mal sexuell mal die Initiative übernehmen müssen und ja. So, ich glaube, ich habe die oft wie ich mir wünsche und von sich aus sich in mich verliebt, auf mich zukommt schon, nein, das hat man schon. Ich habe mir jedoch schwache Männer, oft auch mit psychischen Problemen ausgesucht. Ja. Das Retterthema, ne? Aber weißt du wahrscheinlich schon, ne? Hör auf. Aber du hast ja eigentlich schon alles gesagt in dieser Mail. Also du hör auf, Männer zu retten, ne? Rette dich selber, scheiß drauf. Was die für Probleme haben, kümmere dich um dich, knallhart. Ne? Da muss man wirklich mit einer gewissen Härte rangehen. Also man kann diese Muster nicht auflösen, indem man immer nur so ein bisschen daran geht. Und man muss so richtig sagen, so jetzt ist Schluss. Verändere jetzt 100% mein Verhalten. Ich mache es einfach anders. Ich mache es nicht mehr wie vorher und das so richtig mit so einer gesunden Härte durchziehen. So. Also schwache Männer ausgesucht, bei denen ich mich selbstsicher fühle. Ich weiß, dass mein Selbstwert nicht der Beste ist. Ja, von wem ist er schon der Beste? Und arbeite intensiv mit meinem inneren Kind. Guter Selbstwert, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Vielleicht verlinke ich das hier. Ist übrigens meiner Ansicht nach einfach, dass man den Mut hat, sich Verhaltensweisen zu zeigen, die einen hohen Selbstwert haben. Ne? Zum Beispiel Nein sagen, auf Menschen, weiß ich nicht, Menschen zeigen, dass man sie mag oder sich abgrenzen können. Selbstbewusstsein an sich ist meiner Ansicht nach das ist so ein bisschen, aber das sage ich in dem anderen Video, das ist so ein Irrtum, das ist so ein. Wie soll ich mal sagen, dass das so eine Eigenschaft ist, weil auch Leute, die man sagt, die sind selbstbewusst, die zeigen selbstbewusste Verhaltensweisen. Das heißt, die haben den Mut, Risiken einzugehen, abgelehnt zu werden, anzuecken und haben vielleicht innerlich auch Angst. Ne? Aber nach außen sagt man halt, ja, die sind selbstbewusst, weil sie mutige Verhaltensweisen zeigen. Da kannst du auch mit anfangen. So, ne? Muss nicht darauf warten, dass sich das innerlich, wer weiß, wie gut anfühlt. Ich wünsche mir auch mehr in die weibliche Polarität zu kommen. Ja, mach den Datingkurs. Mein Selbstwert zerstört von meinem Vater. Ach, sag nicht sowas. Zerstört. Das kann keiner zerstören. Guck ins Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1. Die Würde, also der Wert des Menschen ist unantastbar. Niemand kann das zerstören. Du hast den Wert. Das kann keiner zerstören. Hat mich dazu gebracht, mit Männern zusammen zu sein, die ich nicht attraktiv fand. Das Absurdeste dabei war noch, dass diese Männer mich stark abwerten. Ja, wie gesagt, das schreibe ich auch in meinem Buch, ne, vom Opfer zum Gestalter, wie wir diese Anziehungspunkte haben und dann schickt das Universum uns immer wieder das Gleiche, um uns aus diesem Muster rauszubringen, so, damit wir das endlich sehen, ne? Vermeist in abhängigen Positionen, hatte mit Eifersucht zu kämpfen. Mit meiner, ja, wahrscheinlich mit Grund, aber auch, ne? Mit meiner Anhänglichkeit und meiner Eifersucht kann ich nach all den Beziehungen so umgehen, dass sie die Beziehung kaum noch belasten. Ich habe das Gefühl, so an mir gearbeitet zu haben, dass ich jetzt umso bequemer für die Männer bin.
Bei mir können Sie alles haben, ich gebe Ihnen Freiraum, aber Sie müssen mir nichts geben. Das hört sich immer noch ziemlich co-abhängig an. Die sollen dir das Gleiche geben, was du ihnen gibst. Also, das ist auch so ein Irrtum. Also, das schreibe ich, ich schreibe ja gerade schon mal ein neues Buch. Und das kommt nächstes Jahr raus. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Da war ich im letzten eigentlich auch schon. Dass, also in der Dualität, in der wir jetzt leben, auch wenn wir Richtung 5D gehen oder wie auch immer, also da können wir zwar unbedingt lieben, aber es wird so Grundgesetze geben von Beziehungen, die müssen wir beachten, ne? Und das ein Grundgesetz von Beziehungen ist, dass es irgendwie einen Ausgleich gibt, so, ne? Also das wird nie funktionieren hier auf der Erde, würde ich mal sagen, dass man ganz viel reingibt und erwartet und sagt, nee, ich will nichts zurückhaben. Es wird nicht funktionieren. Und da solltest du auch, das ist ja schön, dass du dich jetzt nicht mehr aufregst darüber und dass du nicht mehr so eifersüchtig bist, aber du solltest sagen, hey, was ich reingebe, so ganz grob hätte ich auch gern wieder, also jetzt nicht in dem Moment, also wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, will ich nicht genau in dem Moment auch hören, ich liebe dich, sondern, aber so, ja, ich gebe was rein in die Beziehung und es soll irgendwie einen Ausgleich geben, dass meine Bedürfnisse auch befriedigt werden. Sonst fällt es immer wieder in die Co-Abhängigkeit. So, ne? Also das einzufordern habe ich erst in der letzten Beziehung angefangen. Ah ja, gut, das ist natürlich gut. Aber es ist natürlich nichts, was eingefordert werden sollte. Doch, sollte es. Also du forderst es ja nicht von dieser einen Person ein. Du sagst einfach, hey, ich möchte in einer Beziehung leben, wo ich Geburtstagsgeschenk kriege, wo man Weihnachten mit mir verbringen will. Und wenn derjenige sagt, das kannst du mir nicht fordern, dann sagst du, ja, bist der Falsche, fertig, next. Geh nach Hause, pack deinen Koffer, tschüss. Du forderst es ja nicht von diesem einen Menschen. Du sagst nur, das sind meine Beziehungsstandards. Wenn du die nicht erfüllen kannst, dann sagst du mir, dann brechen wir den Scheiß hier ab. Fertig. Ja. Und über Kleinigkeiten können wir gerne verhandeln, so wenn das grundsätzlich klar ist. Ne? Daran möchte ich jetzt arbeiten. Dank dir stelle ich jetzt Standards und Dealbreaker auf und kenne die Red Flags, die ich eigentlich gut wahrnehmen kann, aber ich bin leicht zu überreden. Ja, it's a process. Ich habe das Gefühl, das Rüstzeug in der Hand zu haben. Weiß, was da für Dynamiken da waren. Kann gut allein sein, noch meinen Eimer füllen. Durch meinen Glauben, ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Das Liebeschiffsweg ist auch Spiritualität, würde ich sagen. Passiert automatisch auch die. Aber wenn man da nichts mit zu tun haben will, ist auch gut. Aber meiner Ansicht nach passiert das fast automatisch. Und baue mir gerade ein nice, geiles Leben auf. Ich habe viele toxische Freundschaften beendet und baue mir gerade neue auf, mit denen ich gut Dinge machen kann, die mir gut tun und für die ich früher einen Partner gebraucht habe. Ich merke, dass ich noch eine starke Angst in mir schlummert und mein Schatten könnte immer noch denken, dass ich leisten und alles im Griff haben muss. Ja, mein Gott, das ist ein Prozess. Also ich habe auch noch nicht alles abgearbeitet, aber ich bin ich bin schon ganz zufrieden und ja, was geht immer weiter. Ich glaube, meine Sehnsucht nach einer Beziehung entspringt dieser Angst. Beim Mann hoffe ich mir Sicherheit, um endlich einmal loslassen zu können. Doch erst bisher waren die Männer genau das Gegenteil, eine zusätzliche Last. Wie komme ich da raus? Ja, indem du aufhörst, wie immer bei allen Sachen im Leben, eigentlich ist sie ganz einfach. Aufhörst, Männer zu daten, die schwächer sind als du, ne? Die ein Projekt sind, sage ich immer, die du erst retten musst, die erst gesund werden müssen. Das ist so, als wenn du, sage ich immer wieder, als wenn du in den Blumenladen gehst und sagst, ja, geben Sie mal einen Pfund Blumensamen. Ich will meiner Freundin einen Blumenstrauß schenken. Da musst du sie aber erst einpflanzen, großziehen, anstatt dass du hingehst und sagst, hätte gern einen Blumenstrauß. Im Dating ist es eigentlich auch so. Du willst nicht jemand daten, mit dem du erst, was man ja gar nicht soll als Partner, erstmal eine 5-jährige Therapie machen muss. Das funktioniert nicht. Ne? Möchte den Teufelskreis so gerne überwinden, endlich ankommen und irgendwann eine Familie gründen. Ja, jede Art von sich Stress machen, was Zeit angeht. Ich meine, ich kann das total verstehen und ich bin keine Frau, ich kann mich da vielleicht nicht hundertprozentig reinversetzen, aber ich verstehe das Thema schon. Aber jede Art von, das muss jetzt in so einem Zeitablauf passieren,
Wenn du ein Kind, ein Säugling, hast du bestimmt mal gemacht, mal zum Schlafen bringen willst und du sagst so, der muss jetzt in 5 Minuten einschlafen, was passiert? Schläft natürlich nicht ein. Wenn du mal dahin gehst, weißt noch damals, Babysitterin, die wir hatten, ich weiß nicht, die hatte so eine Ausstrahlung von, es ist alles okay, alles ist in Ordnung. Wie auch immer, lange das dauert, das war so ihre Ausstrahlung, es ist alles in Ordnung. Und ich weiß, das sind meine Kinder, sind wirklich so, boah, sofort, die sind wirklich augenblicklich eingeschlafen, ey, also abgefahren. Ja, und es geht wirklich darum, das sage ich auch mal wieder in meinen Büchern, diese Anziehungspunkte zu finden und die zu verändern, ne? Wo du sagst, hey, also es ist viel, viel besser, wenn du sagst, ich habe alle Zeit der Welt. Ich kann noch 10 Jahre schwanger werden. Das ist so, oder vielleicht kann ich in 10 Jahren, ist die Medizin so weit, dass ich noch 20 Jahre schwanger werden kann. Alles ist gut. Wird viel besser funktionieren, ganz sicher. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Art von Männern gar nicht mehr im Umfeld vorkommen. Ja, das betrifft aber, also bist du nicht allein, praktisch alle Pluspole, weil es kommen die Männer in deinem Umfeld vor, die eben deinen Anziehungspunkten entsprechen, ne? Aber wir leben nun mal in der Materie, alles geht langsam und wenn du deine Anziehungspunkte veränderst, dann dauert es immer noch ein bisschen, ne? Oder auch unter Umständen Jahre. Aber das heißt jetzt nicht, dass du diese Zeit nicht genießen kannst, dass da nicht schon auch mal ein toller Mann kommt, aber. Meistens ist es so, dass dieses Liebeship-Muster plötzlich bricht. Also, das habe ich schon öfter gehört, dass sozusagen man arbeitet an diesem Muster und trifft die falschen Leute, rafft es immer schneller, sagt: Ey, Universum, hast du eine Meise? Irgendwie, was soll der Scheiß? Schon wieder so ein blödes Date, wieder abgeschossen, wieder abgeschossen, wieder abgeschossen und bums, ist der Richtige da plötzlich. Also kann durchaus sein, dass es da überhaupt keinen Übergang gibt. Also der kann wirklich morgen vor dir stehen. Ne? Wie ziehst du solche Männer an und werde zu der Frau, die diese Männer wollen? Was hält mich von diesen Männern fern? Ja, mach meine fucking Kurse. Ich sage ja, dass ich gebe den Weg durch in meinen Kursen. Es ist wirklich. Aber grundsätzlich sind diese Schritte halt Neediness abbauen, Co-Abhängigkeit abbauen. Diese Übernettigkeit abbauen, sein Dating-Game verändern, allein sein können. Und meistens denkt man, dass man schon weiter ist, als man ist. Und das Universum lässt sich nicht bestechen, so, ne? Wenn noch der Richtige eben noch nicht da ist, dann gibt es eben noch was zu tun und zu entdecken. Und ja, und das Wichtige ist aber halt, dass man in so einen satten Modus kommt und versucht, in einer hohen Schwingung zu bleiben. Und in einer hohen Schwingung bleiben heißt, parallel am nice geilen Leben arbeiten, dass du in eine hohe Schwingung kommst und ist eigentlich alles in meinen Kursen drin. Also nutzt noch den Code und holt euch doch einfach so ein großes Paket, arbeitet alles ruhig durch. Ist wirklich, ich finde ja immer, wenn man überlegt, was man alles für ein Kram Geld ausgibt, ist wirklich gut investiert, glaube ich. In diesem Sinne, macht euch die Einkaufstaschen voll und wir werden es mal wiedersehen.